Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es beginnt nun das Ernst des Musikantenlebens, was das Marschieren betrifft. Die erste bezirksweite Marschierwertung wird in Kürze beginnen. Unsere charmanten Magistrinnen der Schützenkompanie Siljan dürfen hier links und rechts des Ehrentribüne Platz nehmen und sozusagen als Definierposten fungieren. Und das ist, wie gesagt, die Definierung gewonnen. Es fängt an in der Leistungsstufe B mit den Kriterien Antreten, Meldung, Abmarsch, Halten und Abmarschieren im Spiel, Linksschwenkung, Defilierung, Marsch abreißen, Halten und Abwählen. Die Gastgeberkapelle aus Siljan, die Musikkapelle Siljan unter der Leitung von Kapellmeister, Stellvertreter, Stabführer Karl Busch. Sie steht unter der Leitung von Kapellmeister Stellvertreter und Stabführer Hermann Ritsch. Ihr Marsch, den Sie uns heute hier im Rahmen der Marschierwertung vortragen werden, nennt sich Die Musik kommt von Ladislav Kubesch. Auch die Musikkapelle Strassen tritt in der Leistungsgruppe B an. Thank you.
Abführung von Kapelle Strafen und als nächste Musikkapelle steht bereit die Musikkapelle Andras unter der Stabführung von Alwin Birger und sie hört uns mit dem Marsch die Fahnenwache von Hans Schmidt hier in diesen Leistungsbewerb gehen. Auch die Musikkapelle Andras tritt an in der Leistungsgruppe B. Thank you.
wir bereits die Musikkapelle aus Innerfehlgarten. Die Musikkapelle Innerfehlgarten steht unter der Leitung von Kapellmeister Josef Mühlmann und sie werden uns den Marsch von Erwin Trojan, den Ruetz-Marsch, vortragen. Jetzt beim Antreten die Musikkapelle Innerfehlgarten. Aufstellung aufgenommen, wird in Kürze die Meldung an den Wertungsrichter vornehmen und mit ihrem Programm beginnen. Auch die Musikkapelle Heinfels, wie schon erwähnt, eine der 8 Kapellen in der Leistungsgruppe B mit dem 47er Regimentsmarsch von Wagner, Drittkapellmeister Klaus Geiler mit seiner Musikkapelle Heinfels zum diesjährigen Marschierwertungsspiel an. Die Musikkapelle Heinfels mit dem Marsch, der 47er Regimentsmarsch. Thank you.
unsere Musikkapelle Enfels, die bei uns vorbeimarschiert ist. Und als nächstes folgt hier im Reigen unserer Marschierwertung die Musikkapelle Außerfegarten unter der Leitung von Hubert Müllmann. Sie werden uns den Marsch Parade und Defilier von Anton Ambrosch ebenso in der Leistungsgruppe B vortragen. Die Musikkapelle aus Außerfegarten unter der Leitung von Kapellmeister Hubert Müllmann. Bereits wegmarschiert die Musikkapelle aus Außerfegarten mit dem Parade Defiliermarsch von Anton Ambrosch unter der Leitung von Kapellmeister Hubert Müllmann. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu Ihrer Information. Die Wertungsrichter schauen heute wirklich auf alles, auf die Adjustierung vom Antreten bis zur Meldung, bis zum gemeinsamen Abtreten, auch auf die Intonierung des Marsches, vor allem aber auf den Gleichschritt, die Ausgerichtetheit nach rechts sowie die Reihe in Längsrichtung und vor allem, wo sich jetzt die Musikkapelle Außenfegarten befindet, die Schwenkung.
Julian Bürgern. Ja, wir haben einen entstehenden Buchschatten. Die Musiktabelle Unterlinie wird nun als einzige Tabelle des Musikbezirkes Unterlauber hier in der Leistungsgruppe C antreten. Das heißt, die Uhr, der dabei ist, nämlich das Abfallen. Die Musikkapelle Unterlinie wird sozusagen von einer Fünferreihe in die Dreierreihe abfallen und dann wieder zur Fünferreihe aufschließen. Im Jahr 1996 und im Jahr 2000 in Holland in Kerkrade bei der Marschierwettbewerb jeweils die Goldmedaille in einem Fußballstadion mit 20.000 Zusehern gewonnen hat. Im Jahr 2000 wurden sie ebenso in Kerkrade bei der Konzertwertung Silbermedaillengewinner. Im 29. Mai 2005 in der Marschierwertung in Münden-Kärnten in der Stufe E, das ist die Kunststufe, einen ausgezeichneten Erfolg erzielt. Beim Leistungslandeswertungsspiel in Feistritz, ebenso in der Stufe E, eine Auszeichnung erhalten. Und heute sehen wir und hören wir die Musikkapelle aus Flachdach zuerst in der Kür. Die Kür in der Kunststufe bedeutet Antreten, Halt mit klingendem Spiel, Linksschwenkung, Defilierung, Abfallen, große Wende, Schnecke, in Viererreihe aus der Schnecke heraus, Marsch abreißen und anhalten. All das wird man versuchen, hier vor dem Hauptschulplatz unterzubringen. Ich hoffe, für uns alles Neuland es gelingt. Und dann im Anschluss folgt das Showprogramm. Hier zuerst die Bringpolka. Ein vierstrahliges Kreuz mit Kreisen an den Enden. Die Kreise lösen sich wieder auf. Dann steht wieder das vierstrahlige Kreuz. Mit dem nächsten Stück, ein Walzer von Johann Strauss, Rosen aus dem Süden. Das Kreuz macht im Walzerschritt einen Versatz und geht wieder in die Kreuzform zurück. Die erste Strophe wird vom Quartett gespielt, die zweite Strophe vom Quartett gesungen. Ich hoffe, die gern. Nachdem ein Pfiff mit der Trillerpfeife ertönt, laufen alle Musikanten zu einem unkontrollierten Haufen zusammen. Der Stabführer geht vor diesen Haufen, lässt wiederum in Fünferreihe antreten und beginnt im Stehen mit dem Castaldo-Marsch. Bei klingendem Spiel marschiert die Trachtenkapelle Flachdach ab zum Festzelt und alle anderen Musikkapellen, wie in der Reihenfolge der Marschierwertung, hängen sich sozusagen an die Musikkapelle Flachdach an und wir machen den gemeinsamen Abmarsch. Jetzt allerdings Bühne frei für das Kür- und Showprogramm der Trachtenkapelle Flachdach aus dem Mölltal.
Stelle aus Latte. Tritt an in der Kunststufe, das ist die E-Stufe. Und wir sind schon gespannt auf Ihre Vorführung. Wie schon gesagt, bei der letzten Meisterschaft in Kerkrade in Holland haben Sie eine Goldmedaille in der Marschierwertung erhalten, aber auch eine Silbermärtung im Konzertprogramm. Das heißt also, sowohl musikalisch als auch marschierisch haben wir hier sicherlich eine tolle Kapelle, die für das Bezirksmusikfest Fußstadtaler Oberland hier in Silbern auftritt. Die Kapelle kommt in Kürze zum Linksschwenk und wird dann hier zur Defilierung schreiten. Und nach der Defilierung wird abfallen, große Wände und Schnecke bis zum Marsch abreißen, alles konstruiert. Kunststufe E, die Trachtenkapelle, Landtag unter der Leitung von Staatsführer Josef Schwiedel. Thank you.
Klappern aus dem Münster in der Kunststufe E. Es folgt nun ein kleines Showprogramm, wie schon erwähnt, mit der Primpolka, ein vierstrahliges Kreuz mit Kreisen an den Enden. Die Kreise lösen sich wieder auf und dann steht wieder das vierstrahlige Kreuz. Das nächste Stück dann Rosen aus dem Süden. Ein Walzer, das Kreuz macht im Walzerschritt einen Versatz und geht wieder in Kreuzform zurück. Als nächstes das Kreuz wird zu einer Raute gebildet mit dem alten Kameraden Swing. Und abschließend ein Lied, die Hopti gern, worauf dann nach einer Trillerpfeife wieder die gesamte Kapelle antritt und dann mit dem Castaldo-Marsch bei klingendem Spiel zum Festzelt abmarschieren wird. Ich darf die Musikkapellen auch bitten, dass wir dann gleich im Anschluss ebenso abmarschbereit uns machen. Als erstes wieder die Musikkapelle Obertilia und dann die Reihenfolge bei der Marschierwertung. Jetzt aber das Showprogramm der Trachtenkapelle Flatter unter der Leitung von Stabführer Josef Schmiedl Junior.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, bevor jetzt die Musikkapelle Flatter, Trachtkapelle Flatter aus dem Mölltal sich wieder bereit macht zum Abmarschieren, darf ich auch alle anderen Musikanten daran erinnern, dass wir im gleichen Rhythmus bzw. in der gleichen Reihenfolge, wie wir nun an der Marschierwartel teilgenommen haben, mit Ausnahme von Silian, wieder gemeinsam zum Festzelt marschieren. Als erstes, wie gesagt, die Trachtkapelle Flatter, bei der wir uns recht herzlich für ihr Programm hier in Silian bedanken. Mit einem großen Applaus für die Trachtkapelle Flatter. Ein Frühschoppenkonzert, die Festzelt geben und danach wieder.